Seine Geburt war ein Schrei, sie war Schmerz, sie war Leiden. Sie tötete die Mutter und stürzte den Vater ans Unglück. Denn die Amme war Hass und sie hatte keinen Namen. Beginn des garetischen Schauermärchens über Zadig von Wolterach. Niemand weiß, wo dieses Wolterach liegt, aber ich habe eine Theorie. Jener, den wir als Zadig von Wolterach kennen, ist Zadig, Auge des Namenlosen, der mit gewaltigem Hass seine erste Untat im Auftrage seines Herrn im Orte Wolterach verübte. Er griff in das Weltengefüge ein, wie er es so oft seitdem getan, und zerrte den ganzen Ort aus seinem Schicksal, seinem Hoffen, aus der Zeit und aus der Wirklichkeit heraus. Kurzum, er hatte Erfolg, den Ort zu zerstören, doch auch wieder keinen Erfolg, denn ausgerechnet der Name seiner ersten Tat ist unauslöschlich an ihm haften geblieben. Ich habe in den Quellen noch einen anderen Zadig aus der Zeit vor dem Fall Bosporans gefunden, als hätte es ihn dort schon einmal gegeben. Der Drakoniter Hesindian zu Stipwitz vom Hort zu Gareth, ausgewiesener Namenlos-Spezialist. Die Diener der Leuen, abgeschlachtet am Tag des Erntefestes. Die Priester der jungen Göttin, verbrannt in ihren Tempeln. Eine ganze Stadt bauten sie sich als Zeichen ihres Hochmuts, während das Volk hungerte. Wahrlich, die sogenannten Priesterkaiser schmoren in den tiefsten Niederhöllen. Und jeder Lichtbote, der sich auf sie beruft und sich heilig nennt, steht dem Namenlosen näher als dem Herrn Praios. Predigt auf einem Platz in Greifenfurt. Dieser wurde später verbrannt durch die Sonnenlegion. Nun, Jalan, wie steht es? Können wir ablegen? Captain, Jalan, komm gerade die Treppe runter. Brüllt noch über seine Schulter. Fick mir jemand das Laub hier weg! Der Mast sollte so lange halten, denke ich. Ihr könnt ablegen, wenn ihr sonst nichts mehr zu tun habt. Gut. Macht das Schiff, das Deck startklar. Ist es bereit, wenn endlich jemand das Laub hier wegschafft? Ja, aber warum liegt dann hier Laub? Eine gute Frage. Schaff es einfach zu dem Stroh! Was schreit ihr denn so herum, Jalan? Burschen wollen wieder nicht spuren. Nun dann, kappt die Taue, wir legen ab. Flamin geht mal neugierig an Deck in die Richtung, wo der Schiffsjunge verschwunden ist und besieht sich die Lage. Herrin Zulamin, ich habe einen Besen gefunden. Das ist sehr gut. Soll das jetzt so sein? Gehört das jetzt zum Schiff? Zulamin sieht skeptisch den Mast empor. Nun, eigentlich wollte unser Geode das anders lösen, aber ja, ich denke, das gehört jetzt zum Schiff. Das heißt, es gehört jetzt wohl auch ein wenig Gartenarbeit zu deinen Aufgaben. Ja, aber es gibt Schlimmeres. Meine Eltern waren Ackerbauern. Nun, dann wirst du dich ja damit auskennen, Laub zusammenzurächen. Ja. Naja. Ich bin mal gespannt, was ich dann im Hafen erzähle, wenn ich dann irgendwann Leichtmatrose werde und wenn ich dann angeben kann, dass ich auch Laub auf dem Schiff gehakt habe, wie die ich mich dann angucken. Da bin ich schon gespannt drauf. Na, sicher werden sie es für Seemannsgarn halten, aber du weißt, dass es wahr ist. Ach, wenn ich groß bin, möchte ich mal auf der Solman al-Nasori dienen. Ein nobles Ziel. Vielleicht wissen die denn ja auch, was ich dann mit dem Laub meine. Ah, da kommt Jalan, ich muss wieder weg. Dann lauf, schnell. Dramin, hast du den Burschen mit dem Besen gesehen? Er war doch gerade noch hier in der Nähe. Ja, er ist schon dabei. Er macht sich an die Arbeit. Ja, gut. Erinnere mich daran, erst Boltax zu erwürgen und dann etwas gegen dieses Baum-Ding zu tun. Ich bin nicht sicher, ob er es absichtlich getan hat oder ob es versehentlich passiert ist, aber nun ja, es ist, was es ist. Deswegen sage ich immer, wir sollen keine Hexerei an den Kahn lassen, aber ihr hört ja nicht auf mich. Nun ja, die Blätter werden unsere Fahrt nicht beeinträchtigen, oder? Nun, und warte darauf, bis wir das erste Mal das Hauptsegel nicht setzen können, weil es in einem Mast festhängt.
Und er wartet darauf, bis der Erste aus dem Mast fällt, weil er auf einem Mast hängen geblieben ist. Und noch viel schlimmer, weil er gedacht hat, er könnte auf einen draufsteigen und er danach gegeben hat. Nun, vielleicht fällt auch einer vom Mast und kann sich noch an den Ästen festhalten. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Auf so einem Schiff hat Pranas gefällige Ordnung zu herrschen und nicht dieser Wildwuchs. Stichwort Preus gefällige Ordnung. Wie lange werden wir brauchen bis nach Ilaskan? Ilaskan. Kapok sagt, wenn der Wind hält, sind wir heute Abend da. Vielleicht morgen früh, wenn es schlecht läuft. Nun, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir es nicht verwüstet vorfinden. Vermutlich nicht. Preus hält seine schützende Hand über die Stadt. Ich hoffe allerdings, dass man uns einen zivilisierten Empfang bereiten wird. Der Diamantis streckt seinen Kopf durch das Loch in der Wand, das zur anderen Kajüte führt, welches von Mira geschlagen wurde. Ey, Rafim? Oh, ja, ich muss trainieren. Die ersten 10.000 Schläge müssen in die Luft gehen. Du hast vollkommen recht, Diamantis, ich darf nicht so faul sein. Ich bin schon wieder viel zu faul. Was? Nein, das meinte ich gar nicht. Ich habe irgendwie erwartet, dass du dieses mit deinem Holzset dieses Loch noch irgendwie zumachst. Soll ich darauf warten oder soll ich mir von Laugelasch ein bisschen Holz geben lassen und das selber tun? Ja, was hast du denn gegen das Loch? Es heißt Laugelasch! Ja, also ich finde das eigentlich ganz schön. Dem sieht man nicht so an, dass er so gute Ohren hat. Ist er nicht drüben bei den Zimmermännern? Wie kann er mich denn immer hören? Ja, frag nicht. Willst du mir vielleicht draußen auf die Schnauze hauen? Nein. Doch, gute Idee. Komm, wir gehen da draußen. Aber ich prügel mich nicht mit dir, Rafim. Ja? Ja. Stell dich nicht so an. Hast du dein Messerchen dabei? Ich lüge einfach mal und sage nein. Ja, dann nicht. Greifenbund, Sulamin, will jemand von euch mir auf die Schnauze hauen? Jetzt? Naja, schon mit Waffen. Gibst du mit deiner neuen Waffe? Ja. Jalan sieht Sulamin unsicher an. Vielleicht nicht heute, aber wann anders, ja? Oh, Sulamin kann ich wenigstens euch überzeugen. Nun, wenn du möchtest. Jalan sagt, wir haben noch einen Tag bis Priors Dank. Was das angeht. Monterey, ich werde die Mannschaft auf dem allerhöchsten Grad der Aufmerksamkeit ist, wenn wir dort ankommen, ja? Und sieh zu, dass alles bereit ist. Nur für den Fall. Wir sind noch etwas missmutig, weil wir so viele Verluste erleiden mussten. Naja, also ich habe jetzt ein Duell zu verlieren, wenn ihr aus dem Weg gehen würdet. Auf ihm? Übertreib's nicht, wir können dich morgen brauchen. Ich weiß nicht, was uns Hoji das kann erwartet, aber Manning ist auch auf dem Weg. Ja, du kannst dich mit dem Sulamin treffen, ja? Nicht mir. Ja, dann legt Sulamin die Eisenhand auf die Schulter, oder so gut es halt geht, wenn man sie nicht bewegen kann. Mach ihn nicht kaputt, ne? Nun, ich denke, ich werde dankbar sein, wenn er mich nicht kaputt macht, aber wir werden sehen. Oh, ja. Wunderbar. Ja, Sulamin schaut, wenn das Platz ist und zieht ihre beiden Säbel. Ja, Rafim würde seinen Pylos greifen. Deinem geschulten Auge erkennst du ganz eindeutig. Er ist nicht gut mit dieser Waffe, ist ihm aber egal. Also ich würde das verlieren. Ziemlich hart sogar. Ja, Sulamin, du merkst auch jedes Mal, wenn deine Klingen getroffen werden, dass sie ein sirrendes Geräusch von sich geben und du spürst Schmerz in deinem Arm, wenn du ihn parierst. Sodass du dich dann irgendwann auf das Ausweichen spezialisieren musst und dann unter seinen Dieben durchhaust. Es ist auch eigentlich relativ einfach, gerade für dich dann drunter durchzutauchen. Aber jede Parade mit deinen Säbeln kostet dich tatsächlich Schmerz in den Armen und es tut wirklich weh. Ist das nur die Klinge? Es ist vor allem die Klinge, ja. Und sie jagen dir eben auch so einen kleinen Schauer über den Rücken, wenn du dann eben hörst, wie vor dir, fast als würde die Zeit stillstehen, die Luft zerteilt wird, sie sinkt in den Händen von Rafim und du denkst wieder an Amalie und das Schwert der Göttin. Und ja, Titanium, wie gesagt, eigentlich eine Götterwaffe. Warum jetzt auch immer die Zyklopen für Rafim eine solche
ein solches Meisterwerk geschaffen haben. Mhm. So, jetzt lasst euch doch mal treffen. Oh. Ja, ist ja unfair, wenn ihr immer drunter durchtaucht. Na gut, dann anders. Und Zulamin versucht, ihn zurückzutreiben, indem sie nicht auf die Klinge geht, sondern versucht, die Stange zu treffen. Oh, das war mein Finger. Meine Güte, Zulamin. Oh, Entschuldigung. Oh, aber das war schon hinterhältig. So, wie ich es euch gezeigt habe. Sehr, sehr gut. Ich kann nicht wirklich die Klinge parieren. Es fühlt sich grässlich an. Es würde meine Knochen dröhnen. Es ist schmerzhaft. Ja, ist das nicht schön? Und es kommt nicht nur von der Wucht, die du hineinlegst. Es scheint die Berührung des Metalls zu sein. Willst du es anfassen? Nun, Eisen sollte man eigentlich nicht anfassen, aber diesem Metall wird das nichts machen, nicht wahr? Doch. Boah, Zulamin berührt mal die Klinge an der flachen Seite. Was für eine seltsame... Du spürst ein Wispern, was durch die Waffe läuft. Leise und unbestimmt. Als sucht sie noch eine Richtung. Und? Es lebt. Ich bin nicht sicher, ob es das Metall ist. Aber es ist anders als bei dem Schwert, das wir in die Lava geworfen haben. Es hat eine Stimme. Ja, eine Stimme. Also, was meint ihr denn jetzt damit? Also, es klingt schön, wenn man damit durch die Luft wirbelt. Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es ist mehr als das. Ja, wisst ihr, an wen mich die Klinge irgendwie erinnert? Aber das dürft ihr nicht Boltox erzählen. Bestimmt nicht. Ja, an die Erzählung von Pharmalor, wisst ihr? Der hat auch irgendwie so seine Eigenart. Der hat irgendwie was. Naja, Drachisches. Versteht ihr? Zeichnet sich da ein Name am Horizont ab? Ja, also ich habe auch schon überlegt, aber glaubst du nicht, dass vielleicht erstmal noch Blut, obwohl sie hat ja schon Blut gekostet, das ist jetzt ja auch nicht unrecht, ne? Doch, also dafür, dass du sagst, du könntest nicht mit ihr umgehen, hast du damit schon einiges geleistet. Ja. Naja, ist denn ein Tempel auf dieser Jalan-Insel da mit seinen ganzen Verrückten? Garantiert. Wahrscheinlich sogar mehrere. Ja, Preios-Tempel. Kann euch bis hier drüben hin hören, wisst ihr? Ja, deswegen sage ich das ja auch so laut, du Arschloch. Ja, Preios-Tempel. Nun, wenn du einen Chor-Tempel möchtest, vielleicht werden wir das nächste Mal in Kunchom anlegen. Naja, vielleicht muss ich einfach ein Ritual unter Deck vorbereiten. Wollt ihr etwas Blut geben? Für diesen Zweck? Gerne. Oh, eine hervorragende Idee. Oh, ich werde direkt Diamantes holen, der freut sich immer. Diamantes, wo bist du hingelaufen? Hier unten, Rafim. Ich wollte gerade zu Sergei schon. Ich habe gute Nachrichten für dich. Was ist? Siehst du diese Klinge? Ja, dein neues. Mein Peilos, richtig. Und wenn wir ihm einen Namen geben, brauchen wir ein großes Blutopfer und du bist dabei. Oh, ich sehe die Freude in deinem Gesicht, aber du wirst ja ganz bleich. Das ist jetzt der Moment, wo ihr sagen müsst, dass ihr euch sehr geehrt fühlt, Diamantes. So, damit wir das richtig verstehen, du willst mich nicht deiner neuen Axt opfern, oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut, Rafim, ich dachte schon, ich muss dich erschießen. Ja, nein. Und dann zumindest beim Versuch draufgehen. Ja, nein. Ja, was genau
muss ich dann tun, wenn ich fragen darf? Ja, also ich hatte gedacht, wir machen eine kleine Zeremonie, du spendest etwas Blut, vielleicht einen kleinen Finger. Ja, nein, meine Finger hätte ich schon gerne behalten, wie soll ich sonst weiterhin Balestrinas bauen oder meinem Handwerk nach? Naja, das ist jetzt ja ein bisschen Anstellerei, ich habe ja auch nur 9 Finger. Aber dann könnte man ihn für einen Geweihten des Chor halten. Aber du seht ihr, da sind noch Aufstiegschancen für euch. Du schnitzt ja auch mit Holz, Rafim. Ich habe kleine Zahnrädchen, mit denen ich mich befassen muss. Und ja, gut, wenn du das nicht machen willst, dann können wir halt nur Blut nehmen. Also, ich bin bereit für dich mein Blut zu opfern, aber bedenk dabei, dass ich noch angeschlagen bin von diesen Parkierer an dem anderen Schiff. Oh ja, das ist natürlich sehr gut frisch aus dem Kampf. Oh, das wird uns gefallen. Ich wünschte, ich könnte dir nun jemals Nein sagen, Rafim. Och ja, das wünschen ganz viele, aber keiner kann es, weil ich so nett bin. Richtig? Aus keinem anderen Grund. Ach, ich dachte, es ist eher sein gutes Aussehen. Ja, das ist natürlich auch ein relevanter Punkt. Ja, das kommt hinzu. Ja, Jalan, ich wollte fragen, aber du willst bestimmt nicht, oder? Oder willst ich du? Ich verzichte dankend. Das habe ich irgendwie befürchtet. Kapitän! Und ich marschiere mitten einfach in seine Kajüte rein. Was ist denn? Aber ich habe gute Nachrichten. Sind wir schon? Nein, wir können noch nicht da sein. Ach nein, wen juckt denn das? Ihr dürft Blut spenden. Wieder einmal? Ja. Oh, ich sehe schon die Freude in eurem Gesicht. Und ich wollte diese Ehre eigentlich Diamantis zuteil werden lassen. Aber der hat dafür leider nicht die Eier in der Hose, deswegen müsst ihr das jetzt übernehmen. Ihr dürft doch einen Finger geben. Nun, meine Finger brauche ich noch, aber ich danke euch für eure Einladung. Ist ein machtvolles Opfer. Ja, warum klingt ihr jetzt eigentlich genauso wie Diamantis? Ich brauche meine Finger noch. Nun ja, ich bin Magier, falls ihr das nicht mehr in Gedanken habt. Ja. Ja, ja. Magier brauchen für gewöhnlich alle 10 Finger für ihre Zauberei. Ja. Aber ich fühle mich sehr geehrt durch eure Einladung. Denkt ihr, dieses Ritual zu vollziehen? Ja, da bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Ich werde erstmal einiges vorbereiten müssen. Ich denke, vielleicht auf dem Rückweg, vielleicht schon auf dem Hinweg. Ich muss jetzt auch was vorbereiten, aber haltet euch bereit. Natürlich. Ich denke, 2-3 große Flaschen sollten ausreichen. Nun, ich denke, Tonkrüge, denke ich. Es wird auf die Linie gehen. Aber mein Blut ist euer Blut, mein Bruder. Ja, noch Brüderchen. Oh, wunderbar. Und dann stürzt ganz aufgeregt in Richtung der Kapelle. Sulamin sieht lächelnd hinterher und Jalan ist oben, oder? Dann tritt sie neben Jalan an die Reling. Er hat sich wohl endlich für einen Namen für diese Klinge entschieden. Es macht ihn sehr glücklich. Ich will gar nicht so genau wissen, wo er sie her hat. Vermutlich wird mir jetzt einige schlaflose Nächte ersparen. Wir werden nicht darum herumkommen, früher oder später unsere Übungen aufzunehmen, oder? Nein, vermutlich nicht. Warten wir noch ab, bis wir in Jilaskan sind. Falls wir wirklich eine Blockade durchbrechen mussten, möchte ich jetzt alle gern bei bester Stärke haben. Ihr habt recht, wir wissen nicht, was uns dort erwartet, aber wir wissen immerhin, dass dieser Belharion Manning auf dem Weg dorthin war und das lässt nichts Gutes vermuten. Einerseits ja. Andererseits ist Belharion Manning nicht für seine Gerissenheit bekannt. Was auch immer er plant, wird uns also vermutlich bei erster Gelegenheit ins Gesicht springen. Das macht es einfacher. Es hieß in diesem Brief, dass er ein Schwert sucht? Ein Schwert?
Gibt es dort ein, nun, ich weiß nicht, ein heiliges Artefakt eurer Kirche, das ein Schwert ist? Kann es, das mir besonders bekannt wäre? Hm. Es könnte sein, nun, nach allem, was wir hören, wurde Yamish Aquamir entwendet. Vielleicht versucht Hafak seiner Haarwaffe zu werden, wenn er weiß, wo Palingan es aufbewahrt. Aber ich denke nicht, dass Richtung Dinaskanden das Richtige wäre. Es macht also auch wenig Sinn. Nun, wir haben Yamish Aquam nicht mehr in unserem Besitz, nicht wahr? Es wurde sicher verwahrt, aber es wurde deswegen und dennoch gestohlen? Offensichtlich nicht sicher genug. Wäre Nemrod noch am Leben, wäre sowas nicht passiert. Das kann ich euch sagen. Nun, welchen Weg auch immer es genommen hat, ich würde es sicherlich nicht auf Chilas Khan erwarten. Wenn Polygon es wirklich hat, wird er es vermutlich nahe bei sich halten. Also ja, ich denke, er hat recht. Aber Yamish Aquam ist nicht das einzige dieser Schwerter, nicht wahr? Es gab drei Pforten des Grauens am Friedhof der Seeschlangen. Muss es dann nicht auch drei Schwerter geben? Ich weiß es nicht. Abelmir! Ja. Was ist? Komm mal hierher! Ich bin euer Kapitän, verdammt! Aber ja, ich komme. Erinnerst du dich noch daran, wie das mit diesen, wie das mit den Vollendurium-Schwertern war? Du weißt schon, den Schwertern. Es gab Gerüchte, dass drei Schwerter hergestellt wurden, mithilfe des Sphärenschänders. Eines für jeden Erzdämonen. Nun, wir fragten uns gerade, ob Manning hinter Yamish Aquam her sein könnte, aber da es höchst unwahrscheinlich ist, dass es auf Chilas Khan ist, dachten wir, dass er möglicherweise hinter einem der Schwesterschwerter her sein könnte? Was sollte er beanfangen? Er ist ja ein Paktierer des Blutgottes. Nun, ich denke nicht, dass er speziell etwas damit anfangen will, sondern dass es Hafax genehmer wäre, wenn dieses Artefakt nicht ein paar Längers Besitz wäre. Ich dachte eher, du könntest uns etwas über die anderen beiden sagen. Die haben wir nie zu Gesicht bekommen, oder? Nun, wie gesagt, es gibt Gerüchte. Also nicht. Eins soll im hohen Norden sein. Das Schwert des eisigen Wanderers. Im Besitz von Glorana? Vermutlich. Nun, ich denke, dieses können wir dann wohl abschreiben. Es wird sich nicht hier im Süden aufhalten. Und das Dritte? Nun, über den Verbleib ist mir nichts bekannt, aber es steht zu befürchten, dass es wohl dem Herrn der geschändeten Elemente zugehörig ist. Hm. Wir haben also keine Ahnung. Nun gut, ein Versuch war es zumindest wert. Ich denke nicht, dass wir uns sehr lange auf die Daskan aufhalten. Vielleicht könnte es lohnenswert sein. Nun, erst einmal müssen wir herausfinden, was Manning vorhat, in die Suppe spucken. Aber vielleicht könnte es sich danach lohnen, nach der Stadt aus der Tiefe zu suchen. Wenn wir irgendwo Informationen über Palingans Umtriebe bekommen, dann dort. Nun, und unsere letzte Aussage von dieser Piratin war, dass sich diese irgendwann näher der, nun ja, Friedhof der Seeschlange herumtreiben soll. Nun, dann können wir hier vielleicht zwei Gelegenheiten auf einmal nutzen. Was diesen Seeschlangenfriedhof angeht, wollten wir uns daher sowieso noch umtun. Ihr wollt euch wirklich mit der Stadt aus der Tiefe anlegen? Nicht anlegen, aber ein paar ungefährliche Fragen stellen. Nun, diese Antworten werden sicherlich nicht kostenlos sein. Hören wir diese spezielle Brücke ab, doch dann ab, wenn wir da sind. Nun, es bliebe zu fragen, was wir anzubieten haben. Im Zweifelsfalle Gold. Und ich denke, Gold wird der Tarn wird am wenigsten interessiert sein, wer immer der Herr ist. Wir lassen uns was einfallen, wenn wir dort sind. Ein Bündnis könnte ihn vielleicht interessieren, denn wer immer der Herr der schwimmenden Stadt aus der Tiefe ist,
Er ist sicherlich nicht dran, ins Ziel, den Befehl über seine Arche an Paligan abzugeben. Und mir sagt man Schnapsideen nach. Nun, ein Feind ist ein Feind. Gewiss doch. Und dieselbe Logik habt ihr an Hafax angelegt, ja? Nun, manchmal findet man Freunde an ungewöhnlichen Stellen. Man sagt, die Stadt aus der Tiefe sei ein neutraler Hafen. Das spricht für eine gewisse Verhandlungsbereitschaft? Nun, es spricht dafür, dass sie uns nicht gleich versenken werden. Nun, und es ist nicht so ungewöhnlich, dass die Diener der Erzdämonen einander ebenso spinnefeind sind wie uns. Trotzdem legt Paligan ein erstaunliches Geschick dabei an den Tag, sie zu einen. Dinge sind leicht geeint, wenn nur noch einer lebt. Ich denke, sie haben Angst vor ihm. Ich glaube nicht, dass sie ihm aus ehrlicher Überzeugung folgen. Nun, er hat die Quelle der Macht. Er hat den Splitter. Das ist wahr. Und solange er den Splitter hat, scharen sie sich um sich. Und wenn es nur ist, in der Hoffnung, ihn selbst an sich zu reißen.